Wie ist es eigentlich bei, jetzt muss ich aber trotzdem noch mal ganz kurz auf die Pferdeprofis zurückkommen, weil man hat ja immer so das Gefühl, wenn man sich die Pferdeprofis anguckt, so die Sendung ist vorbei, man guckt ins Internet und dann ist ja wie beim Fußballspiel irgendwie, ne? So jeder ist der Trainer und jeder weiß am besten Bescheid, was da gemacht werden sollte, ob das jetzt gut war oder ob das nicht gut war. Liest du dir das eigentlich durch oder auf Deutsch ist dir das egal, was da so dann erzählt wird? Tatsächlich ist es mir egal, weil, weil ich bin da mit so einer Ruhe zugange, weil ich genau weiß, was wir hier alltäglich leisten, mein Team und ich im Stall, was wir mit den Pferden machen. Die Leute, die da draußen quasi meinen, das so zu beurteilen, die müssen erstmal das machen, was wir hier seit Jahren tun, und zwar jeden Tag. Wir haben nicht ein Pferd und doktern mit dem einen Pferd so ein bisschen rum, sondern wir haben so viele Pferde jede Woche, jeden Monat und jedes Jahr. Und die Leute sehen halt immer nur diese Mini-Ausschnitte. Wären die tagtäglich mit bei uns, dann würde ich mir auch deren Meinung gerne anhören. Aber diese Mini-Ausschnitte im TV oder auch im Internet, YouTube oder Videos von uns oder egal von welchem Trainer, das sind solche Momentaufnahmen. Das kann man nicht so kritisieren, dass es echt und reell und vor allem vertretbar ist. Also ich bin da tiefenentspannt. Ich gucke mal drüber, aber sehr selten tatsächlich, weil ich habe wichtigere und viele Dinge am Tag zu tun. Da habe ich die Zeit einfach auch nicht für und keine Muße, weil ich lache drüber. Die Leute können mich gerne anrufen, die können gerne zu mir kommen und sagen, Mensch, was hast du da gemacht? Guck mal, so würde ich es dir vorschlagen oder die Geschichte genauer gerne hinterfragen. Aber so, ey, ganz ehrlich, diese Internetwelt ist doch lächerlich. Also wirklich. Das muss ich hier so sagen, auch wenn es hart klingt. Aber so ist der Mensch, der will immer mitreden, der will immer gehört werden. Und es ist ja egal, wie du schon sagst, ob beim Fußball, ob irgendwelche Kochsendungen, ob es ist doch immer das Gleiche, egal in welcher Branche. Zwar sind die Reiter da immer ordentlich damit dabei, das ist schon heftig, ja. Aber über die Politik redet auch jeder. Und jeder Politiker wird auch bewertet und wird immer kommentiert. Das ist halt so. Das ist einmal das Leid von uns, die dann im TV sind, weil wir natürlich polarisieren und alles auf uns schaut. Da habe ich breite Schultern, beziehungsweise, sage ich mal, stehe ich über den Ding. Aha, du weißt, was ich meine? Ich freue mich, dass du dir heute Abend ein bisschen Zeit nimmst, dass wir ein bisschen quatschen können, weil es steht ja demnächst sowas an, habe ich gehört. Ne? Also die Pferdeprofis geht wieder los. Ich habe mich auf Instagram ein bisschen auf deinem Account umgeschaut und so weiter. Aber meine erste Frage, bevor ich mit dem ganzen Rest anfange, ist immer dieselbe. Wie geht's dir denn momentan gerade? Mir geht's gut, danke. Ich bin gesund und munter zum Glück und bin so ein bisschen im Januar-Mut. Das ist bei mir immer so ein bisschen eine ruhigere Zeit, wo ich einfach mal sage, stopp, ich brauche mal eine Auszeit, ich gehe mal nicht in den Stall, ich habe mal nichts zu tun, die Mädels sind da und versorgen alles und von daher geht es mir sehr gut. Also ein kleiner Urlaubsmonat, wobei ich den ganzen Tag eh hier im Büro sitze und am Rechner und das Jahresprogramm mache und online und Marketing und auch in der Selbstständigkeit hat man ja eh nie Urlaub und man ist ja ständig am Wursteln. Aber zumindest indoor bei dieser blöden Jahreszeit. Und dann muss ich nur ab und zu mit dem Hund raus. Aber ansonsten geht es mir gut. Cool. Inwieweit hatte ich denn, ja, du hast gerade gesagt, Selbstständigkeit und so weiter. Ich meine, du machst ja jetzt nicht nur die Pferdeprofis. Du bist ja quasi, ja, ich wollte gerade sagen Pferdemädchen, aber ich glaube, du weißt, wie ich es meine. Inwieweit hat dich denn die Pandemie jetzt in deiner Arbeit beeinflusst? Es geht eigentlich, ne? Also da wir halt den Stall haben, der voll ist, waren wir jeden Tag ganz normal unterwegs, beruflich sozusagen. Was halt wegfielen, waren die Kurse. Da natürlich, die konnten wir ja teilweise gar nicht stattfinden lassen. Manche auch nur in einem ganz kleinen Kreis. Als es noch hieß, Outdoor, Pferde einzeln in die Halle oder maximal 3 Leute und ein Trainer, da gab es ja schon ein paar Einschränkungen, aber wir konnten es wenigstens stattfinden lassen. Somit fielen die Kurse weg und das Traveln. Aber zu Hause, die Pferde sind im Stall, die wollen was machen, die müssen trainiert werden, müssen versorgt werden. Also das ging alles weiter.
das Training. Ja. Von daher, bei uns Pferdeleuten, glaube ich, ging das daher. Zumindest die, die einen Stall haben. Wenn man jetzt nur von Kursen und Unterricht auswärts und Unterricht lebt, glaube, das war auf jeden Fall, ist noch mal härter. Aber wir mit dem Stall hatten zu tun. Wie fing das eigentlich damals bei dir eigentlich an? Also ich habe jetzt, wenn man jetzt mal so zurückschaut, ne, ich habe ja jetzt schon mit dem Bernd gesprochen, ich habe mit der Sandra gesprochen und so weiter, und mich hat immer so ein bisschen auch am Anfang interessiert, wie kam das denn? Also war das bei dir schon früher so, dass du gesagt hast, keine Ahnung, mit 7, 8, 9 Jahren, so das ist es, das möchte ich später mal machen, oder hat sich das langsam bei dir entwickelt? Nee, tatsächlich war mir schon immer klar, ich will was mit Pferden machen. Mhm. Und ich hatte nie eine andere Idee. Ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll, was ich, also schon als Jugendliche, als Kind, damals mit 9 habe ich mein erstes Pferd bekommen, weil wir die Stute zu Hause hatten und die hatten voll gekriegt. Den durfte ich dann behalten, der Carino da, der Schimmel da, der weiße, auf dem ich da sitze. Ah, okay. Ist man so ein bisschen schlecht im Licht, ne? Aber da ist der Carino drauf. Und von daher war schon immer klar, Pferden, irgendwas mit Pferden. Und meine Familie hat mich natürlich immer getriezt und gesagt, ey, lern was Vernünftiges, mach die Schule zu Ende, lerne was Vernünftiges. Die Pferde kannst du dann immer als Hobby und nebenbei lassen und so, aber du musst was Anständiges lernen. Und ich war halt schon immer so sturköpfig und naiv und so gutgläubig und habe gedacht, nee, ich ziehe einfach los, ich werd schon irgendwie schaffen, so. Und mein Job ist ja jetzt nicht für die Serie Voxy Pferdeprofis dazustehen, sondern ich arbeite ja schon mein ganzes Leben mit Pferden. Das ist ja nur jetzt dazugekommen mit diesen Dreharbeiten für die Serie. Also ich war das davor schon immer und ich bin es auch danach dann immer oder werde es immer danach bleiben. Und das ist ja nur ein Auftrag, ein Job sozusagen. Und von daher stand schon immer fest, ich möchte was mit Pferden machen. Ich wollte, habe überlegt, Veterinärmedizin zu studieren, aber da wusste ich, ich schaffe das nicht. Es ist viel zu hart, das Studium, das halte ich nicht durch. Und ich glaube, da bin ich auch ein bisschen zu blöd für, im Sinne von, oh Gott, Chemie und Bio so hart, so krass. Also ich wusste, Und am Ende macht man da ja auch nicht wirklich was mit Pferden. Man hat zwar die den ganzen Tag um einen herum, aber man macht mit Pferden nichts. Und dann Physiotherapie, Osteopathie, da fing es so ein bisschen an mit dieser ganzen alternativen Medizin auch. Aber ich wusste irgendwas. Und dann habe ich erst Sprachen studiert, weil man soll ja was Vernünftiges lernen. Ich wollte dolmetschen oder übersetzen. Englisch, Spanisch, Französisch. Damals in Leipzig noch, neben meinem Leistungssport, den ich ja gemacht habe. Und dann merkte ich aber schnell, das ist ja hier irgendwie wie Schule. Und irgendwie nicht nur ein bisschen Sprachen sprechen lernen, sondern ganz schön hartes Studium. Und dann habe ich diesen Studiengang Pferdewissenschaften entdeckt in Wien, in Österreich. Und habe mich dann da durch dieses Verfahren gearbeitet und habe einen Verein gefunden, wo ich weiter Handball spielen konnte, um mein Studium und mein Leben dort in Wien zu finanzieren. Und dann habe ich das tatsächlich geschafft und bin dann, glaube ich, knapp 4 Jahre einfach dann nach Wien gegangen, um das zu studieren. Und das war so der Anfang. Mhm. Und dann war mir klar, dass es geht jetzt quasi los und es geht in die richtige Richtung und ich mache was mit Pferden. Gibt es irgendwas, wo du jetzt in deinem Beruf sagst, so, das ist so der Hauptfehler, den die Leute mit ihren Pferden machen? Kann man das so irgendwie runterbrechen auf irgendein spezielles Thema? Ist schwierig, ne? Also ist eben übrigens toll, dass ich schon wieder nur immer in diese Problempferdecke geschoben werde. Also immer diese Problempferde, diese Probleme. Was für Probleme gibt es denn? Ist immer so lustig. Ich trainiere auch gerne normale Pferde und bilde sie aus und bringe ihnen Sachen bei. Okay, dann frage ich es anders. Guck mal, ich habe drunter noch die Frage stehen, was ist dir im Umgang mit Pferden besonders wichtig? Guck mal, vielleicht können wir das besser. Nein, ich kann es ja gerne beantworten, so ist nicht. Also natürlich, das Grundproblem ist immer, dass wir halt zu verkopft sind, wir Menschen, und immer alles überanalysieren und überlegen und 18 Möglichkeiten in Erwägung ziehen und wir halt nicht so, sage ich mal ganz gerne, nicht so dumm sind wie Pferde, aber weil sie einfach intuitiv agieren und reagieren, wie es im Tierreich nun mal notwendig ist. 1 oder 0, geht oder geht nicht.
Ja, und so reagieren sie. Kann ich mich freireißen? Oh, super, geht. Dann muss ich nicht arbeiten. Hm. Muss ich hier stehen bleiben? Oder kann ich wieder zur Koppel zurück oder zum Gras? Butsch hinten reingehauen, Strick gibt nach durch Zufall und dann lernen die das immer wieder durch Wiederholung und dann wird es so ein fixes Muster. Also wir sind zu kompliziert und andererseits kennen wir uns halt nicht so ganz so gut aus mit der Pferdesprache manchmal und können dem Pferd dadurch keine Stabilität und keine Sicherheit geben. Und dann machen die halt auch ihr eigenes Ding. Ja? Hm. Und wenn wir dann halt emotional reagieren und schimpfen und meckern und tuttern und viel zu spät die richtigen Signale senden, die das Pferd braucht, damit es halt versteht, was hier gerade nicht so schön war oder was auch schön war, auch mal das Positive. Loben kommt auch mal viel zu kurz oder im falschen Timing, dann sprechen halt die beiden Wesen aneinander vorbei. Und das ist halt immer so schade. Also ich muss nichts persönlich nehmen, null, nada. Ich muss jetzt und hier reagieren, ohne groß mir darüber Gedanken zu machen. Und ich muss mich halt ein bisschen auskennen. Also Wissen, ne? Wissen. Und mittlerweile sind ja die Plattformen so unendlich groß und es hat sich ja so viel getan in dieser Pferdebranche, in dieser Pferdeverhaltensbranche, Psychologie, neben den anderen Themen wie Umgang, Fütterung, Haltung, oder nicht Umgang, sondern Fütterung und Haltung und Krankheiten, dass man da sich halt sehr viel weiterbilden kann und muss. Und da hat sich ja unglaublich viel getan. Ob jetzt bei den Freizeitleuten, die noch mehr für ihre Pferde tun und dann auch richtig viel, viel mehr richtig machen, oder die Hardcore, ich sag mal, Turnierreiter, die halt so ein bisschen das Pferd so ein bisschen vernachlässigen in seinem Urwesen und das nicht nur als Sportgerät sehen, die sind da ja auch viele entspannter geworden durch diese andere Art und Weise des Umgangs. Und die steht ja keinesfalls im Verhältnis oder in Konkurrenz mit Sport. Man kann die ja sogar viel besser benutzen und die zu Leistungen anregen und motivieren, als wenn man das immer so ein bisschen ja alles negativ macht und nur beherrschen will und bestimmen will und nicht genau guckt, was will mein Pferd hier mir eigentlich gerade sagen. Ne? Also eigentlich ist es nicht schwer, aber den Leuten fällt es mal doch schwer. Ja. Ja, ich habe jetzt, weil das war eigentlich ein gutes Stichwort, weil du hast ja gesagt, es hat sich auch viel getan, jetzt gerade so im Bereich, wie man mit dem Pferd umgeht und so weiter. Ich habe jetzt auch auf deiner Seite gesehen, Physiotherapie, Osteopathie hatten wir jetzt auch schon mal angesprochen. Ist das auch sowas, so ein Bereich, wo du sagen würdest, da hat sich in den letzten Jahren viel getan in dem Feld? Ja, na klar. Die ganze Naturheilkunde beziehungsweise die alternativen Heilpraktiken, da hat sich, weißt du ja, kommst du eigentlich aus dem Pferdebereich schon, oder? Nein. Also ich muss sagen, ich habe wirklich jede Folge mit den Pferdeprofis gesehen. Wir haben auch eine Reitbeteiligung. Aber ich bin jetzt nicht so das typische Pferdemädchen. Das würde ich nicht sagen. Ich kann reiten, aber ja. Okay, du hast aber auch eine Reitbeteiligung. Ja, meine Tochter. Ich laufe da mit quasi. Ich suche gerade wieder eine. Ich habe das als Teenager habe ich es gemacht. Ja, aber dann war lange Zeit Schluss. Ja, okay. Gut, aber dann kennst du dich auf jeden Fall ein bisschen aus. Also ein bisschen. Noch ein bisschen, glaube ich schon. Der Markt ist halt echt riesig geworden mit diesen Osteopathen und Physiotherapeuten und Schulen, die Physios und Osteos ausbilden oder auch einfach nur den Pferdebesitzer ausbilden, damit er für sein eigenes Pferd mehr Wissen hat und Techniken hat. Unglaublich viel passiert. Ne? So sehr viel passiert, dass der Pferdebesitzer sich gar nicht auskennt in diesem Meer von Leuten, wen er da am besten kontaktieren kann, wer von denen die meiste Erfahrung hat, wer kann hier wirklich helfen. Also das ist prinzipiell eine super Sache, dass man den Pferden da so viel helfen kann, dass man sie unterstützt und eben auch das ganzheitlich betrachtet. Das ist ja auch so mein Slogan, ne? Ganzheitliches Pferdetraining, eben weil es ohne Körper nicht funktioniert und ohne Geist nicht funktioniert. Und das zusammen mit Wissen, mit der Wissenschaft und mit der Medizin ist es halt eine super Sache. Und nur für den Endverbraucher total schwierig, sich da die richtigen Adressen zu holen. Weil dazu gehört schon auch wirklich viel Erfahrung, auch dieses gewisse Etwas. Ich würde auch sagen, es kann nicht jeder einfach lernen. Man muss so ein bisschen auch ein Gespür haben. Das ist trainier- und lernbar bis zu einem gewissen Punkt. Aber dann kommt man so richtig tief und so richtig weit, kann halt nicht jeder kommen. Und deswegen betrachte ich das so
auch ein bisschen kritisch, das Ganze, die ganze Entwicklung, weil es überall halt diese Schulen gibt und es jeder lernt und lernen kann und dann auch direkt gleich seine Leistung anbietet. Ist schwierig, dann für sein Pferd da die beste Hilfe zu suchen. Aber irgendwo müssen die Leute ja auch üben und anfangen, wenn man diese Ausbildung macht. Also dann ist das schon gut, dass sie rausgehen und versuchen zu lernen. Aber da, ja, muss ich halt immer jemand allen sagen, guckt genau hin, ne? Oder holt euch Leute, wo ihr wisst, die üben noch, die lernen noch, dann kann man das zusammen auch machen. Aber ja, ist eine super Sache, dass man sich so vielseitig mittlerweile um das Pferd kümmert. Das ist schon toll. Ja, und du hast ja auch, würde ich sagen, ein breit gefächertes Angebot auf deiner Seite. Ne? Du hast ja auch Schulungen, du hast jetzt, wie gesagt, das Physiotherapie auch dabei. Also das heißt, wenn ich jetzt, wir gucken mal in die Zukunft, in 10 Jahren vielleicht irgendwann ein eigenes Pferd hätte, dann könnte man zu dir kommen und könnte das ganz normal buchen. Man würde dich anrufen, man würde sagen, hier, ich habe das und das, nicht Problem, sondern ich möchte gerne das und das erreichen. Ja. Und dann könnte man dich buchen quasi. Ja, genau. Entweder kommst du dann mit deinem eigenen Pferd zu mir, wir machen was zusammen von Anfang an für so Intensivtage oder ein Kurswochenende, oder du bringst mir dein Pferdchen zu einem Intensivtrainings, zum Brit, zur Ausbildung, dass wir das jeden Tag bespaßen, ohne dass du dabei bist. Und dann ist aber wichtig, dass du irgendwann dazukommst und halt lernst, was das Pferdchen jetzt schon kann, was es, wie es sich weiterentwickelt hat, dass du dann halt zu Hause damit auch mit dem neuen Wissen deines Pferdes auch gut umgehen kannst. Deswegen ist immer wichtig, dass die Kombination Trainer, Pferdebesitzer und Pferd hier im Boot sind, ne? Und nicht immer einfach nur abgeben. Jetzt mach mal. Jetzt ist das Pferd fertig und jetzt kann ich es wieder weiter benutzen. Also da muss der Besitzer immer mitmachen. Das ist ganz wichtig. Ja. Wie ist es eigentlich bei, jetzt muss ich aber trotzdem noch mal ganz kurz auf die Pferdeprofis zurückkommen, weil man hat ja immer so das Gefühl, wenn man sich die Pferdeprofis anguckt, so die Sendung ist vorbei, man guckt ins Internet und dann ist ja wie beim Fußballspiel irgendwie, ne? So jeder ist der Trainer und jeder weiß am besten Bescheid, was da gemacht werden sollte, ob das jetzt gut war oder ob das nicht gut war. Liest du dir das eigentlich durch oder auf Deutsch ist dir das egal, was da so dann erzählt wird? Tatsächlich ist es mir egal, weil, weil ich bin da mit so einer Ruhe zugange, weil ich genau weiß, was wir hier alltäglich leisten, mein Team und ich im Stall, was wir mit den Pferden machen. Die Leute, die da draußen quasi meinen, das so zu beurteilen, die müssen erstmal das machen, was wir hier seit Jahren tun, und zwar jeden Tag. Wir haben nicht ein Pferd und doktern mit dem einen Pferd so ein bisschen rum, sondern wir haben so viele Pferde jede Woche, jeden Monat und jedes Jahr. Und die Leute sehen halt immer nur diese Mini-Ausschnitte. Wären die tagtäglich mit bei uns, dann würde ich mir auch deren Meinung gerne anhören. Aber diese Mini-Ausschnitte im TV oder auch im Internet, YouTube oder Videos von uns oder egal von welchem Trainer, das sind solche Momentaufnahmen. Das kann man nicht so kritisieren, dass es echt und reell und vor allem vertretbar ist. Also ich bin da tiefenentspannt. Ich gucke mal drüber, aber sehr selten tatsächlich, weil ich habe wichtigere und viele Dinge am Tag zu tun. Da habe ich die Zeit einfach auch nicht für und keine Muße, weil ich lache drüber. Die Leute können mich gerne anrufen, die können gerne zu mir kommen und sagen, Mensch, was hast du da gemacht? Guck mal, so würde ich es dir vorschlagen oder die Geschichte genauer gerne hinterfragen. Aber so, ganz ehrlich, diese Internetwelt ist doch lächerlich. Also wirklich. Das muss ich hier so sagen, auch wenn es hart klingt. Aber so ist der Mensch, der will immer mitreden, der will immer gehört werden. Und es ist ja egal, wie du schon sagst, ob beim Fußball, ob irgendwelche Kochsendungen, ob es ist doch immer das Gleiche, egal in welcher Branche. Zwar sind die Reiter da immer ordentlich damit dabei, das ist schon heftig, ja. Aber über die Politik redet auch jeder. Und jeder Politiker wird auch bewertet und wird immer kommentiert. Das ist halt so. Das ist einmal das Leid von uns, die dann im TV sind, weil wir natürlich polarisieren und alles auf uns schaut. Da habe ich breite Schultern, beziehungsweise, sage ich mal, stehe ich über den Ding. Aha, du weißt, was ich meine? 1,92, ne, habe ich gehört. 93, oh. Und da schlagt den einen wichtigen Zentimeter nicht. 1,93, genau. Da stehe ich quasi drüber, weil die müssen erstmal das machen, was wir jeden Tag leisten. Und das, ja. Ja,
Okay, aber stimmt, du hast das eben gesagt, runtergebrochen. Es sind wirklich, die sind ja mehrere Monate bei euch, ne, die Pferde. Also wir sehen das ja immer in diesen 45 Minuten, eine Stunde, was auch immer mit ohne Werbung dann ist. Aber es sind mehrere Monate in der Regel, ne? Ah, das sind von 8 Wochen, also 2 Monaten bis 7 Monate bis 12 Monate. Und es ist ein Witz, was dann halt einfach gezeigt werden kann, aufgrund natürlich dieses Formats, welches auf eine Stunde begrenzt ist. Das ist halt kein Pferde-TV-Sender. Da schimpfe ich auch immer. Also da schimpfen die Zuschauer genauso wie ich. Aber man muss halt sich die Tatsachen vor Augen halten, dass das ein Entertainment, ein allgemeiner Sender ist. Das heißt jetzt nicht Horse Vox. Vox Horses oder Vox for Horses oder Horses for Vox. Ja. Das ist es nicht. Deswegen müssten wir mehr bei YouTube machen. Das ist jetzt auch so in Planung, dass wir da viel mehr Filmchen von den Filmpferden, den vergangenen, Filme noch zusammenstellen, weil ich zum Beispiel habe viel Material, die wir so mit dem Handy immer so noch nebenbei filmen. Ja. Der Bernd hat schon auch ein bisschen was mit seinen Pferden, aber dass man da halt Videos zusammenstellt aus dieser Trainingszeit. Und bei YouTube kann man ja stundenlang über das eine Pferd was zeigen. Und Vox ist einfach ein allgemeiner Sender. Und man kann ja froh sein, dass es im deutschen Fernsehen eine Pferdesendung gibt. Also, wo gibt es das schon? Stimmt, ja. Also bei Tamahanken war dann noch auf Kabel 1 quasi, der war ja mit Pferden unterwegs, aber ansonsten nicht. Also die Leute sollen sich eben mal freuen und auch die anderen Branchen, die von den Pferdesachen profitieren. Ne? Ob jetzt Ausstatter für Reitklamotten, oder Pferde oder Futtermittel oder Equipment, was da, dass über diese Branche geredet wird. Also das ist eigentlich viel wichtiger, und dass viele Wege nach Rom führen, na, das wissen wir ja wohl alle. Verschiedenste Methoden, ob in der Medizin oder im Hundetraining oder in der Kindererziehung. Habe ich, glaube ich, auch schon mal gehört. Da mögliche, die Kinder nennen die damals, ne? Stimmt, die Katja Saalfrank, ne? Oder wie hieß sie genau? Ja. Siehst so ein bisschen aus wie die, kann das sein? Um Gottes Willen. Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn die langen Haare. Diese langen dunklen Haare. Auf die stille Treppe, ne? Genau. Ja. Ah, lustig. Doch wirklich, du siehst so aus. Okay. Ja, jedenfalls. Ich gucke mich nachher nochmal an, ob das jetzt okay war oder ob das. Das ist ein spitzes Gesicht. Das ist ja ein hübscher, also der beide sehr hübsch. Deswegen trifft sich das. Nein, es war eher durchaus positiv, dass ich diese Ähnlichkeit feststelle bei euch. Alles klar. Ich probiere mal die stille Treppe aus. Oder die Wuthöhle, genau, das war es auch noch. Das habe ich auch mal geguckt. Oh, siehst du, so genau habe ich mir das nicht angeschaut, da bist du mehr da drin. Aber wenn du jetzt sagst, du hast Handyvideos gemacht, ne? Auch so, ich meine, klar, ich glaube, ne, bei der Arbeit, dass man dann sagt, okay, hier das Pferdchen habe ich jetzt gefilmt, das Pferdchen habe ich gefilmt. Also würde ich daraus rauslesen, es gibt so ein, zwei Fälle, die dir durchaus sehr in Erinnerung geblieben sind, ja? Alle. Alle? Ja. Also das ist ja hier schon eine sehr intensive Arbeit, die wir mit einem Lebewesen machen. Hm. Also ich kann mich an alle erinnern, das geht nicht. Also selbst es sind die jetzt so intensiv bei uns sind, ne? Wenn ich irgendwo mal hinfahre zu einem Kurs, da ein halbes Jahr später der Fuchs, ja, keine Ahnung so, ne? Aber die bei uns, da können wir uns super erinnern. Man wird ja auch zu einem Team, man hat ja, die liegen uns ja auch sehr am Herzen. Wir versorgen die jeden Tag, früh, mittags, abends. Wir haben die mehrmals an der Hand, weil die ja eben zum intensiven Training da sind. Also die Freunde gewöhnen sich ja auch an uns, und wir haben ja auch Freude mit den Pferden. Also die, wie gesagt, wachsen uns sehr ans Herz, und es tut auch immer so ein bisschen weh, wenn die wieder gehen, ne? Weil man hat sie jeden Tag gehabt, monatelang. Das ist schon immer traurig. Nee, wir können uns an alle erinnern, an alle Fälle. Also ich höre raus, Traumjob gefunden, ja? Ja. In jeglicher Hinsicht. Auf jeden Fall. Also das ist eine ganz tolle Sache. Und ich bin so froh, dass ich diesen Weg gegangen bin, mich durchgekämpft habe und nicht was Vernünftiges gelernt habe, sondern so naiv und blauäugig gesagt, wird sich schon ergeben, ne? Dass ich da also auch nicht aufgehört habe, dran zu glauben und dran zu arbeiten. Es waren sauharte Jahre, du glaubst es nicht. Und auch jetzt ist es zwar auf einem anderen Niveau, aber natürlich, man ist selbstständig. Es ist immer eine Wackelgeschichte. Ich bin hier in einem Freizeitbereich, ne? Wir sind in einer Branche, die Menschen nicht nötig haben. Mhm.
wenn das Geld knapp wird oder die Hobbys sozusagen nicht mehr so gelebt werden können aus verschiedenen Gründen, jetzt auch Corona und wirtschaftsbedingt, ist doch alles Wahnsinn. Also es ist immer so ein bisschen, ne, wie lange wird das alles so gut gehen? Da sind wir ja doch schon verwöhnt, wir Deutschen. Und dass ich da meinen Platz gefunden habe und da bin ich halt super glücklich drüber. Also das kann man schon so sagen. Mir macht es unglaublich viel Spaß, weil ich hier so viel verbinden kann. Mit Menschen arbeiten, mit Tieren arbeiten. Ich reise viel. Ich liebe halt wirklich Reisen und Menschen und Leute kennenlernen. Ich muss mir so viel Gedanken machen und es gehört ja so viel dazu in diesem Pferdebereich. Das ist so vielseitig und ich lerne so viele Leute kennen. Jetzt, einfach toll, wirklich. Dann habe ich jetzt noch zwei abschließende Fragen. Die vorletzte wäre ja so einen kleinen Ausblick, hätte ich immer vielleicht gerne, wenn du mir den geben darfst. Ich meine, klar, jetzt kommen die Pferdeprofis. Wann ist eigentlich schon mal Start? Wann geht's denn nochmal los? Ja, habe ich gestern erfahren, am 19.02. Der war aber erst auf Januar gelegt, kann das sein? Oder bin ja, ich jetzt... das war aber so ein Roundabout. Ja, ja. Aber gestern, glaube ich, kam die Pressemitteilung tatsächlich und 19.02. Cool, also da geht das los. Magst du mir noch ein bisschen, ich weiß, du warst ja immer auf Messen oder bist ja auch immer auf Messen unterwegs. Ne? Wie sieht es denn jetzt 2022 aus? Kann man da überhaupt schon was sagen, was da so ansteht? Naja, als nächstes steht eigentlich die Equitana an. Und noch halten sie fest an ihrem Glauben, dass sie stattfinden wird. Aber es ist halt echt schwierig gerade. Ne? Hamburg ist abgesagt. Jetzt die Bodenseemesse findet eigentlich auch bald statt, in 2 Wochen sogar. Da man munkelt eigentlich schon eben nach den gestrigen neuen Bestimmungen auch, dass sie nicht stattfinden wird. Also es ist so heikel. Es ist super schwer für uns. Also für uns, für die Aussteller, für die Artikel verkaufen, total schwierig mit der Planung, weil die müssen ja auch ihre Produkte eingekauft haben, damit sie sie dann vorrätig haben auf den Messen. Die müssen den Messestand bezahlen, die müssen die ganze Reise planen und dann immer ja, nein, ja, nein. Also sau schwierig und für uns Trainer auch. Was machen wir? Brauchen wir Pferde? Wie viele Tage muss hier im Stall das Team ersetzt werden, wenn wir dann zum Beispiel eben in Essen sind auf der Equitana? Ach, das ist alles so schwierig. Also ja. Aber auf jeden Fall fix ist der 19.02. Virtuell, genau. Sendestart unserer Sendung, ja genau. Das ist schön. Dann meine allerletzte Frage. Ich hab den Bernd beim letzten Interview gefragt wegen dem Zöpfchen da. Ne? Da hat er mir ja so seine Geschichte dazu erzählt. Jetzt würde ich dich als Pendant dazu ja gerne fragen, wie war das denn? Vielleicht hast du es auch aufgelöst und ich habe es nicht mitgekriegt. Mit dieser Schiene, da gab es ja auch so ein paar Versionen. Ne? Gab es letztendlich eigentlich eine finale Version oder... Du hast irgendwie eine Schiene, du hast doch so eine Beinverletzung. Ach so, ja. Ich hatte einen Kreuzbandriss. Ah, okay, weil ich hatte ja immer nur die verschiedenen Begründungen dann gehört. Ne? Mal war es irgendwie beim Tanzen, aber das wurde nie aufgelöst, oder? Naja, der Plan war schon, ich glaube, es ging so ein bisschen im Schnitt unter. Im Plan war schon, das haben wir auch aufgenommen, in der letzten Folge das Ganze aufzulösen natürlich. Also, und da habe ich auch gesagt, das haben wir aufgenommen, so... Jetzt, Leute, werde ich euch mal die Wahrheit erzählen. Natürlich ist es mir bei einem Training mit einem Pferd passiert und gar nichts Spektakuläres tatsächlich. Wir haben Verladetraining gemacht und die Pferde machen immer das, was sie eh gerne machen. Sie gehen halt weg vom Hänger statt in den Hänger und Katja gibt nie nach. Ne? Ruck, locker, du bleibst hier, der Kopf bleibt hier. Du haust mir nicht ab und wenn du abhaust, renne ich hinterher. Immer mit Ruck, Ruck, Ruck. Komm zurück. Und es war ein großes Kaltblut und dann lief ich hinterher, habe mich also quasi weggezogen. Dann musste ich joggen und dann habe ich halt im Joggen immer gesagt, Ruck, bleib hier, weil das Schlimmste ist, wenn die lernen abzuhauen. Das darf niemals. Ich musste immer wenigstens wieder Richtung Kopf und Rampe und deswegen lasse ich nicht los. Und dann musste ich loslassen, weil ich einfach, während ich joggte, es plopp macht und mein Knie weg war. Ach. Also, ja. Boah, ich habe Schmerzen gerade. Ich auch, wenn ich wieder darüber erzähle und daran zurückdenke. Das war richtig krass und es war nichts, es war auch nicht doll. Die so Kaltblut langsam weggetrabt, nichts. Dramatisch, es hat mich nicht mal angefasst dabei, die kleine Maus. Und dann, ja, es war ein Freitag,
Da bin ich dann, haben mich die Mädels vom Stall doch mal in die Notaufnahme geschickt oder gefahren. Und dann, ja, was machen die in der Notaufnahme Freitagabend? Ein Röntgen. Aber war schon zu merken, dass der Knochen nicht kaputt war, aber ich irgendwie was merkte, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Dann habe ich zum Glück über Kontakte, wie so ist, Montag früh direkt um 8 Uhr MRT gehabt und Dienstag um Mittag, glaube ich, lag ich unter Messer, weil alles kaputt war. Und es war aber auch eher so ein Ermüdungsriss. Also das war nicht diese Situation da, sondern das hat einfach mal nachgegeben. Ich habe ja auch 14 Jahre Leistungssport hinter mir. Ja. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Und es ist halt mit Sportschule, Internat und halt ziemlich intensives Sportlerleben habe ich geführt, Handball. Und da haben wir ja auch einen Riesenverschleiß, was die Gelenke angeht, was auf die Knie fallen geht. Und in der Operation, im OP, während des OPs mussten sie halt auch vom Meniskus was wegschaben. Das Innenband war angerissen. Also, und es waren so degenerative Geschichten dabei. Also das war halt mal Zeit. Mein Körper konnte es nicht mehr kompensieren. Und deswegen hat er gesagt, so, und wir haben uns halt überlegt in der Sendung, dass wir halt immer so ein bisschen einen Joke machen. Ja, also war ja auch eigentlich cool. Aber wir haben als letztes nicht geschafft oder vergessen, aber ich denke, es war eine Zeitfrage, meinen Satz da reinzubringen. Leute, jetzt habe ich euch so ein bisschen auf die Schippe genommen. Natürlich ist es beim Pferdetraining passiert und beim Fensterputzen, bei der Gartenarbeit. Ich glaub, und beim Samba-Tanzen war, glaube ich, auch dabei. Irgendwas war auch nochmal mit irgendeinem Samba-Tänzer war noch dabei. Genau, tanzen. Leute, lass es Tanzen lieber sein. Dann bin ich mal über meine Hühner gefallen. Also das war jetzt nicht, um irgendwas zu vertuschen oder um die Leute blöd darstellen zu lassen, sondern es fehlte in der letzten Folge die Auflösung. Da bin ich auch so ein bisschen sauer drüber. Ja. Aber jetzt habe ich sie doch. Jetzt freue ich mich doch richtig. Cool. Jetzt hast du richtig exklusives Material, kannst jetzt ganz heiß verkaufen, du. So sieht's jetzt aus. Jetzt muss ich nur noch mal sicherstellen, dass es wirklich nicht aufgelöst worden ist, nicht, dass ich mich da in die Nässe setze. Aber okay. Und ja, cool. Haben wir nicht gesagt, leider. Und ich hab auf den sozialen Medien habe ich es auch nicht gesagt, ich Stussel. Naja, egal. Aber jetzt wissen es die Leute. Jetzt wissen wir es, jetzt sind wir schlauer. Und so viel können wir, glaube ich, für die neue Staffel spoilern. Ich meine, du bist ja in einem Stück, das heißt, sowas ganz Schlimmes ist anscheinend nicht passiert. Dieses Jahr? Ja. Oder was meinst du? Ja. Ja, jetzt, nee. Die jetzt kommt. Du siehst ja sehr fit aus. Also ich sehe jetzt nichts, was irgendwie verbunden ist. Ich sitze. Du siehst nicht mein Gipsbein, siehst du gerade nicht ab Hüfte runterwärts? Genau, so sieht es aus. Alles gut. Also habe ich dieses Jahr irgendwas? Ich habe einen Tennisarm, habe ich aktuell. Das ist ganz oll. Seit Sommer schon. Das ist aber auch so eine degenerative Geschichte. Überbelastung. Aber ansonsten habe ich keine Verletzung. Auch die Kollegen nicht. Nee, wir sind alle dieses Jahr sehr gut durch das Trainingsjahr gekommen. Also letztes Jahr. Ja, waren die Pferdchen alle brav. Ja, cool. Die waren nicht brav, aber wir konnten es immer gut einschätzen und so eindämmen. Das ist ja auch was halt Profis ausmacht, Leute, die professionell mit Pferden arbeiten, dass sie halt Situationen einschätzen können und vorwegnehmen können, dass manche Sachen und Momente gar nicht erst entstehen. Und das macht es ja auch so gut, dass wir dann die Pferde korrigieren können und trainieren können, weil wir schneller sind und weil es gar nicht zu schlimmen Momenten kommt. Natürlich kann man vieles durch die Schnelligkeit und der Kraft der Pferde gar nicht einschätzen, so schnell wie die dann doch mal sich ändern. Aber das haben wir gut im Griff gehabt dieses Jahr. Ich glaube, bei Bernd, der war auch nichts dieses Jahr, glaube ich.